Wenn es um Gaming geht, ist Razer definitiv eine der bekannteren Marken. Wenn mich fragt, aber nicht die beste. Vieles ist aus meiner Sicht überteuert oder einfach nur schlecht. Das gilt aber nicht für die Razer Viper Mini. Sie ist für gerade einmal 35 Euro erhältlich und ist mit ihrer Ausstattung in der Preisklasse nahezu konkurrenzlos. Wieso ich das so sehe, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß! Bevor das Video startet, möchte ich auch einfach mal einer dieser Typen sein, der auf seine Nutzer ohne Abo-Analytics aufmerksam macht. Ich habe mal reingeschaut und gesehen, dass fast 96% der Zuschauer kein Abo bei mir dagelassen haben. Und ich bitte euch einfach, wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Abo da. Gemeinsam machen wir diese Welt zu einem besseren Ort. Vielen Dank. Ich habe übrigens auch gesehen, dass alle meine Zuschauer angeblich mindestens 18 Jahre sind, als ob keiner meiner Zuschauer minderjährig wäre. Ja, ihr Stingel. Aber jetzt erstmal zurück zum Video. Ich bin ehrlich zu euch. Von den Razer-Produkten, die ich bisher getestet habe, war ich nicht immer ganz überzeugt. Klar, Razer ist eine riesige Gaming-Marke, jeder kennt sie und viele größere Streamer haben auch Partnerschaften mit Razer. Trotzdem sind die Preise meist recht hoch und die Qualität nicht immer die beste. Wenn ihr das anders seht, lasst mich das gerne wissen, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Razer ist einfach ein wenig overhyped. Von der Razer Viper Mini bin ich aber voll und ganz überzeugt. Warum genau? Dazu kommen wir später. Erstmal kommt der übliche Verpackungsspaß. Die Maus kommt in einem kleinen schwarz-grün typischen Razer-Karton, auf dem ihr schon mal die wichtigsten Infos findet. Im Karton selbst ist dann nur die Maus, Anleitung und ein Razer-Sticker. Kann mir nicht jemand sagen, warum jeder Hersteller einen Sticker mit seinem Logo in die Verpackung macht? Naja, egal. Die Viper Mini selbst macht ihrem Namen aber direkt alle Ehre. Sie ist wirklich Mini. Sie ist 54 mm breit, 38 mm hoch und 118 mm lang und gehört damit definitiv zu den kleineren Gaming-Mäusen, die sich eher an kleine bis mittelgroße Hände richtet. Oder für große Hände, dann aber eher mit dem sogenannten Claw Grip. Also die Maus für eine Klaue halten, dann wäre sie vielleicht auch was für euch. Ich gehöre zur Fraktion mittelgroße Hände und für mich liegt sie echt angenehm in der Hand. Sie ist ziemlich universell geformt und lässt sich theoretisch mit der rechten Hand genauso gut halten wie mit der linken. Aufgrund der Seitentasten links würde ich das allerdings nicht tun. Was mir auch direkt auffällt, ist wieder mal das Gewicht. Denn obwohl es sich um eine Gaming-Maus ohne Löcher im Gehäuse handelt und sie sogar RGB hat, ist sie eine von diesen Lightweight-Mäusen und wiegt gerade einmal 61 Gramm. Die Razer Viper Mini ist also eine der günstigsten ultraleichten Gaming-Mäuse. Es gibt zwar noch welche von Jarkun in der Preisklasse oder welche von unbekannteren Herstellern, die sind dann aber fast immer recht billig verarbeitet, haben nicht den besten Sensor oder haben eben Löcher am Gehäuse, was auch nicht jeder mag oder was weiß ich. Bei der Viper Mini ist das nicht so. Nichts klappert oder fühlt sich billig an, die Maus ist durch und durch sehr gut verarbeitet, was vor allem in Anbetracht des Preises und des Gewichts beeindruckt. Auch der Sensor ist wirklich ordentlich. Verbaut wurde der Pixart PMW 3359, der jetzt aber nur mit bis zu 8500 dpi auflöst. Und das nur hier bitte mal in sehr, sehr dicke Anführungszeichen setzen, denn wirklich niemand braucht 8500 dpi. Trotzdem arbeitet der Sensor genauso gut und präzise wie jeder andere optische Sensor, der mit bis zu 20.000 dpi wirbt. Über den dpi-Button in der Mitte könnt ihr dann 400, 800, 1600, 3200 oder 6400 dpi einstellen. Alternativ könnt ihr bei der Razer Synapse Software einen benutzerdefinierten Wert einstellen. Außerdem könnt ihr in der Software den Tasten eine bestimmte Funktion zuordnen oder auch ganz deaktivieren, was ich beispielsweise für den dpi-Button gemacht habe, damit ich nicht unabsichtlich den dpi-Wert ändere. Ihr könnt die Abtastrate bzw. Polling Rate einstellen bis zu 1000 Hz, die Beleuchtung ändern und den Sensor kalibrieren. Die Beleuchtung ist bei der Maus recht dezent gehalten, das beleuchtet Razer-Logo und unter der Maus noch ein beleuchteter Halbkreis. Reicht aber völlig aus, im Endeffekt hat man ja eh die Hand auf der Maus und sieht die Beleuchtung gar nicht erst. Angeschlossen wird die Maus über USB, das Kabel ist 1,8 Meter lang, leicht und gesleeved. Was mir auch gefällt, ist, dass das Kabel so eine gewisse Festigkeit hat. Bei meiner vorherigen Maus hat das Kabel oft trotz Bungee gestört. Seit ich die Viper Mini nutze, merke ich in Kombination mit dem Bungee tatsächlich gar nicht mehr, dass ich überhaupt eine kabelgebundene Maus betreibe. Und auch die Mausglides sind schön groß und sorgen dafür, dass die Maus ordentlich auf dem Mauspad rutscht. Razer hat bei den Switches auf ihre hauseigenen Razer Optical Switches gesetzt und versprechen damit eine dreimal schnellere Reaktionszeit als andere Mäuse mit herkömmlichen mechanischen Switches. Außerdem werden bis zu 50 Millionen Klicks garantiert. Ich kann zwar weder die 50 Millionen Klicks überprüfen, noch sagen, ob die Switches wirklich dreimal schneller sind, denn ich merke keinen Unterschied zu meiner vorherigen Maus. Dennoch hat die Viper Mini sehr angenehme und gute Klicks und lassen sich nicht zu leicht oder zu schwer auslösen. Das gilt übrigens auch für die Seitentasten. Hört aber am besten selbst kurz rein. So viel dazu. Das Mausrad hat übrigens einzelne Stufen und rollt nicht wie ein Reifen in der Maus umher. Ich denke, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Die Maus ist easy für 35 Euro zu haben,
Ich habe sogar nur 30 bezahlt, da es eines dieser Produkte ist, das ständig im Angebot ist. Und für den Preis könnt ihr wirklich sofort bedenkenlos zuschlagen, wenn ihr kleine, leichte Mäuse mögt. Ich will die Maus nicht overhypen, aber es gibt wirklich aus meiner momentanen Sicht einfach nichts. Gar nichts an der Maus zu bemängeln, sie ist super günstig zu haben, macht das, was sie machen soll, einfach nur klasse. Ich finde sogar, dass die Maus auch gut mit höherpreisigeren mithalten könnte. Aber alles gut, Razer, ihr habt nichts gehört, ihr könnt den Preis gerne so lassen. Ich zocke wirklich gerne damit und kann sie mit reinem Gewissen jeden ans Herz legen, der auf Gaming-Mäuse mit den genannten Aspekten steht. Das war's dann noch erstmal wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.